Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Kaosti und heute gibt es die nächsten zwei Stages von TOA. Wie man sieht, ich habe mein Team jetzt auch ein bisschen verändert, weil, ja, das andere war ein bisschen doof gewählt, weil wir ja keinen Deathbreak haben und ohne Deathbreak dauern die Boss-Stages ein bisschen länger. Deswegen, also bei der Halfers-Stage würde ich definitiv eher Colleen bevorzugen. Weil du da mit dem Heal-Block ja eher halt eben dafür sorgen kannst, dass der Gegner sich nicht regeneriert. Mit Bella oder allgemein einem Stripper musst du ja erst drankommen, bevor du den Gegner strippen kannst. Und im schlimmsten Fall ist er dann wieder über die Hälfte voll und bekommt danach gleich wieder die Unverwundbarkeit. Deswegen habe ich jetzt Bella drin. Ist halt einfach nur doof, dass ich schon die zweite Erweckung habe. Aber wenn wir uns die Runen angucken, ist noch alles andere als super. Ne? Da hier nur, ne, da nur 9. Also es sind, wenn wir ehrlich sind, sind es eigentlich schlechte Runen. Dafür ja, kann man das ein bisschen ausgleichen, indem man sagt, ich habe ja die höheren Tower und sowas. Ne? Ansonsten ganz normal, Speed, HP, HP. Und ja, 44 Eck, also auch eigentlich ein bisschen wenig, aber es geht ja nur darum, dass ab und zu mal ein Deathbreak trifft. So, hier haben wir den guten Arschubel. Gucken wir mal. Ach ja, und Sigmarus habe ich jetzt noch mit dabei. Einfach noch ein bisschen mehr Damage und eben die Möglichkeit zu stunnen. Ne? Ganz einfach halt eben Broken Kling, also Klingen Broker Set, wie auch immer. Ist mir persönlich eigentlich völlig wurscht. Ich habe den rein halt eben als DD dabei. Wie gesagt, 11% Egg ist jetzt nicht unbedingt zuverlässig, aber trotzdem Freestyle ab und zu. Speed, Crit Damage und Attack. Ja, also auch jetzt nichts Besonderes. Kommt gerade so auch auf 170 Speed. Ne, 160 sogar noch. Ja. Ansonsten hat sich nicht viel verändert. Baretta, Vero und Spectra. Gucken wir mal, ob es läuft. Also ich teste natürlich immer das Team vorher. Und beim Test hat es eigentlich geklappt. Aber kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, wie die KI spielt. Und das ist natürlich immer so eine Sache für sich. Mein Spectre ist mit 11.000 HP natürlich super squishy. Wenn ihr am Anfang seid, baut ne natürlich nicht auf Speed, Crit Damage, Attack. Entweder ihr baut ne auf Speed, Crit Damage, HP oder komplett auf Speed, HP, HP. Dann dauern die Boss-Stages zwar ein bisschen länger, aber er verzeiht auch mal einen Fehler. Aber selbst wenn er sagt Speed, Crit Damage, HP, solltet ihr trotzdem Spectra auf ungefähr, warte mal, meine hat jetzt 11.000, wenn man da P-Rune mit dazu nimmt mit 57%, ja, dann so, keine Ahnung, 15.000, 16.000. Wenn er noch ein bisschen dafür sorgt, dass er HP-Subs hat, ja, keine Ahnung, sollten eigentlich so 18.000 oder sowas bestimmt drin sein. Ja. Wie gesagt, meiner ist ja trotzdem noch 5 Sterne. Und ja. Ach ja, was ich beim anderen Video vergessen habe dazu zu sagen. Wenn ihr noch nicht so weit seid und ihr spielt das erste Mal die Boss-Stages oder sowas. Oder es ist immer ein bisschen schwer bzw. risky. Dann spielt die letzte Runde kurz bevor das letzte Monster in der zweiten Runde down geht. Spielt selber und benutzt keine wichtigen Skills mehr. Weil hier zum Beispiel, der Slow ist jetzt gerade auf Cooldown, ist kacke. Ne? Der Stun ist auf Cooldown, ist kacke. Gerade halt eben Alter ist alles auf ist alles auf Cooldown. Ha, der nicht. So. Ja, das ist natürlich jetzt ganz toll. Das ist eben das Gefährliche an Aschubel. In 2 Runden AOE Sleep. Dann hat er hier noch Buffs mit Megan mit dabei. Thrain kann auch AOE stunnen und natürlich dort setzen. Das ist natürlich auch ultra nervig.
Aber naja. Ansonsten, wie man sieht, gerade mit Sigmarus, haut natürlich ordentlich rein durch sein HP Base Damage. Und ja, das war dann die Stage. Und dann machen wir die 80 noch, weil die 90 ist. Ach ne. Ach, die 80 war Ciara. Was? Ich bin verwirrt. Genau, die 80 war Ciara. Die Stage ist ein bisschen tough. Also da braucht ihr wirklich. Es ist safer, wenn ihr entweder Fran mitnimmt, also wenn ihr sie zu dem Zeitpunkt schon gebaut habt. Also entweder Fran oder. Entschuldigung, mein Frosch irgendwie im Hals nervt und kratzt. Oder eben einen Safe Stunner. Alter. Ja, wie gesagt, das ist halt eben mit Spectra immer so eine Sache. Ja, weil die Bomben, es sind Jojos dabei, es sind zwei Lieblis dabei, also Feuer und Dark Bomber. Und wenn die Bomben halt eben auf dich drauf sind und Ciara zündet die, ist völlig wurscht, wie viel HP du hast, du bist einfach down. Deswegen am besten entweder gar nicht zum Zug kommen lassen. Oder eben. Immunity hilft echt gut. Das war's mit. Ach Gott. Ach Gott. ja. So viel dazu. Okay. Ja, wie gesagt, das ist halt eben immer so KI und mein Squishy Spectra und ich sag, normalerweise laufe ich hier mit im Easy im Auto-Modus durch, aber halt eben im anderen Team. Ne? Bei mir kommen die, gerade halt eben die Beginner Stages hier, Stage 1, Stage 2, kommen bei mir teilweise gar nicht zum Zug, weil ich mittlerweile für TOA normal ziemlich gut aufgestellt bin. Das heißt, ich push da einfach mit Damage durch. Hey, hier fehlt doch schon wieder einer. Ach ne. Und ja. Ich muss, glaube ich, echt mal mein Spectra mal noch ein bisschen pushen. Das ist so, kein Wunder, dass ich TOA hart so Probleme habe, wenn der einfach halt eben mal ultra squishy ist. So, gucken wir mal, ob wir jetzt halt eben schon durchkommen. Ich mache einfach mal so ein bisschen mit. Genau. So, müsste eigentlich lang. Ansonsten, wie gesagt, Lapis ist halt eben echt klasse, wegen dem ganzen CC, was halt eben mitbringt, der Attack-Paradoxon. Es ist einfach ultra hilfreich. Ich hasse dieses Rad. Jetzt mache ich es zum Beispiel mal so und spiele die letzten Stages selber. Einfach weil ich weiß, dass die Ciara Stage, wenn nicht alles sitzt, ein bisschen risky ist und ich keine Lust habe, hier 5 Versuche in einem Video zu machen. Na, am Ende denkt ihr noch, ich bin komplett in Niede und ihr versteht gar nicht, wieso ich überhaupt Videos mache. ja. So. Hier ist halt eben wichtig, Ciara nicht zum Zug kommen lassen. Am besten die Lieblis stunnen. Okay. Jetzt brauchen wir noch Death Break. Und. Oh, ein Heal können wir auch mal mitnehmen. Ist auch schön. So. So ist doch wunderbar. Sigmarus ist hier natürlich jetzt ein bisschen im Nachteil, weil er ja Element-Nachteil hat. ja. Aber
Das ist jetzt nicht so wild. Damage macht er trotzdem ein bisschen. Und die anderen sind ja auch nicht nur zur Show dabei. Wie gesagt, mein Spectre ist halt eben dafür ganz gut geeignet. So. Das war 70 und 80. Mache ich die 90 noch? Nee, die 90 mache ich dann beim nächsten Mal. Und die 100 mache ich auch beim nächsten Mal. Mit der 100 ist allerdings das Problem, da würde ich euch auf jeden Fall Lapis ans Herz legen. Weil ihr bei der Boss Stage habt, ich weiß nicht, wer den halt eben noch nicht kennt, ihr habt diesen Artaros und zwei Kristalle. Der linke Kristall macht einfach nur Damage und HP, verhindert, dass HP regeneriert werden. Der rechte füllt den Attack-Balken von Artaros auf, also zur Hälfte, glaube ich, oder 30%, und sorgt dafür, dass Artaros zum Zug kommt. So. Jedes Mal, wenn Artaros zum Zug kommt, absorbiert er seine ganzen Debuffs. Und für jeden Debuff, den er hat, stärkt er sich selber. Also für jeden, den er absorbiert, stärkt er sich selber. Das heißt, ihr müsst nicht nur versuchen, in dem Fall Artaros nicht zum Zug kommen zu lassen, sondern den rechten Kristall auch nicht zum Zug kommen zu lassen. Das heißt, am besten sind mindestens zwei Monster mit Attack-Bar-Reduktion. Deswegen auch Spectra und Lapis. Weil Lapis eben zwei Skills sogar hat, um die zu reduzieren. Wichtig ansonsten noch, am besten einen Death Break, einen Attack Break und Heilung verhindern. Das heißt, wenn ihr Lapis habt und Colleen und Spectra, ist schon mal ganz gut. Wenn ihr halt eben Baretta mitnimmt, hat auch nochmal Attack Bar Reduktion. Ach ja, ich mach's im anderen Video. Sonst kann ich es ja gleich nochmal machen. Ja, das waren auf jeden Fall jetzt die zwei Bosse wieder. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen geholfen. Wie gesagt, meine Teams, die ich jetzt nenne, sind komplett farmbare Standard-Units, die man sich zwischendurch bauen kann, wenn man super unlucky ist und einfach kein TOA-Monster bekommt, was es da draußen gibt. Und da gibt es einige. Wie gesagt, ich habe TOA 100 auch schon probiert. Allerdings, da ich das Melapis fehlt, muss ich ein bisschen improvisieren. Das heißt, ich werde ein Monster nehmen, was nicht farmbar ist, weil ich einfach keine Lust habe, irgendwelche Runen jetzt auf Lapis zu klatschen und dann... Warte mal, nee, ich habe doch Runen auf Lapis geklatscht. Ja, der hat doch Runen. Ja, ich probiere es einfach mal. Wie gesagt, das war's. Bis zum nächsten Mal und haut rein.